Jo, ich will momentan deutlich mehr streamen, vor allem CSGO, weil das momentan ist fast das Einzige, was ich zocke. Und deswegen habe ich auch vor allem auf Twitch mein Channel-Art überarbeitet. Da habe ich mich ein bisschen mit Photoshop hingesetzt, ein bisschen dran gearbeitet. Könnt ihr mal vorbeischauen auf Twitch, twitch.tv/smashice. Ich zeige euch jetzt hier auch nochmal das Design. Ist ziemlich geil geworden, meiner Meinung nach. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was ich auf Twitch machen kann, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Wenn du noch irgendwas hast, was ich auf YouTube machen kann, schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich habe immer so gelesen, ich soll ein bisschen mehr Gaming machen. Wenn ihr da Vorschläge habt, was ich da genauer machen soll, schneide ich immer so ein paar Highlights rein, das will ich auch weitermachen. Kommentare. Ich will fitnessmäßig noch ein bisschen was machen, aber ich überlege momentan so, was kann ich denn machen, weil Vlogs werden sowieso kommen, sowieso. Aber ich habe irgendwie Bock drauf, noch mehr zu machen, mehr außer Vlogs. Und vor allem auch mit euch Sachen zu machen. Also bei Vlogs ist halt schwer, zusammen was zu machen. Ich kann ja nicht einfach sagen, ey, geil, du wohnst in Hamburg, ich fahre jetzt mal nach Hamburg, weil ich habe eh keine Schule. Es geht einfach. Problem. Aber so wie Zocken oder so kann man zusammen machen. Das heißt, wenn ihr da Ideen habt, was man zusammen machen kann, zusammen zocken oder sowas, wenn ihr da Ideen habt für sowas, bitte unten in die Kommentare, schreibt mir das einfach alles mal. Mich würde das mega interessieren, weil ich will mit euch was zusammen machen. Ich will mich selbst verbessern. Ich will die Videos an sich verbessern. Könnt mir da gerne helfen. Was ich auf jeden Fall noch vorhatte, ist eine Roomtour zu machen. Die wird noch kommen. Ich bin aber noch ein bisschen am Umsortieren im Zimmer momentan, deswegen dauert das noch einen Tick. Und das PSC-Giveaway läuft auch noch. Da bin ich auch dabei zu überlegen, dass ich davon mehr mache. Insgesamt, ob das jetzt monatlich ist, wöchentlich, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da noch mehr Giveaways kommen. Was mir auch mega helfen würde, um zu wissen, was ich überhaupt machen soll oder was ich mehr machen soll, ist, wenn ihr mir einfach mal schreibt, was ihr eigentlich so am besten findet von meinen Videos, damit ich weiß, okay, das findet ihr geil, davon kann ich mehr machen. Und was ich auf jeden Fall geil finde, wenn ihr die Videos teilt. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Vor allem das Fitness-Edit. Also wenn ihr ein Video teilt von mir, ihr müsst nicht teilen, es ist freiwillig. Aber wenn ihr ein Video teilt, bitte das Fitness-Edit, weil das. Ich finde es einfach richtig geil geworden. Ich saß mega lange da dran. Habt ihr gesehen, diese Timelapse von gestern? 17 Sekunden Timelapse. Aber 4 Stunden Arbeit Minimum. Ohne Color Grading. Ich habe gar kein Color Grading gemacht, weil ich darauf keinen Bock hatte. Also das ist halt zeitintensiv. Wenn ihr mir da helfen würdet, wäre das geil. Aber auch an euch, wenn ihr einfach jetzt hier zuguckt. Ich hab ja bestimmt schon seit 2 Minuten oder so einfach nur, was kann ich machen, wie könnt ihr mir helfen? Wenn ihr einfach jetzt immer noch zuguckt, danke, Alter. Danke fürs Zuschauen, ich finde es richtig geil. Wir sind jetzt mittlerweile 105 Leute, 105 Subs. Das ist einfach krank. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich bin zwar Fußballschiedsrichter, da sind dann 22 auf dem Platz, das ist mal 5. Ja. Ich hatte schon Fußballspiele, da waren 20 Leute auf dem Platz, da war eine Stimmung. Weil einfach diese 20 Leute den Verein gefeiert haben und immer geschrien haben. Ja, wenn das dann 100 Leute waren. 100 Leute ist schon nicht übel. Ey, aber echt danke dafür. Aber mal kurz weg von meinem Gefasel da eben. Was ich übrigens ernst meine. Ich werde heute auf jeden Fall wieder streamen. Twitch.tv/smashice, was ich ja vorhin auch schon gesagt hatte. Und dann kriegt ihr natürlich auch wieder Gaming-Highlights in dem Vlog. Das heißt, bleibt dran. Ganz am Ende kommen auf jeden Fall wieder Gaming-Highlights. Und heute haben wir noch wieder ein Familienessen. Das heißt, da gibt es auch wieder ein bisschen was vom Essen. Dumm, wenn man so blöd ist, runterzukommen. Eins steht fest, ich bin definitiv zu groß für diese Rutsche. Und das Essen war gut, Eis auch. Und ich habe eben noch Fast and Furious 2 geguckt. Also Too Fast, Too Furious heißt er ja. Fast and Furious 2. Der war gut und die Story war wenigstens abgeschlossen. Nicht wie beim ersten, was ich gestern gesagt hatte. Ich hatte ja gesagt, ich will mein Zimmer noch ein bisschen umstrukturieren, bevor ich anfange, eine Roomtour zu machen. Und Teil davon ist hier hinten Bücher. Die alle hier kommen auf jeden Fall raus und das mache ich jetzt. Okay, hier unten bei uns im Gerümpelkeller, hier unten sind meine Bücher. Habe ich gerade alle runtergetragen. Jetzt gehe ich wieder hoch und räume den Rest noch im Zimmer um. Und dann könnten wir eventuell sogar bald eine Roomtour machen, ja? Das wäre doch richtig geil, wenn dann bald die Roomtour kommt. Das ganze weitere Umstellen, was ich noch gemacht habe, war das ganze Zeug hier, da Gitarre und sowas dorthin zu stellen. Das stand vorher in einer anderen Ecke. Und ich bin momentan dabei, noch ein bisschen was anderes Zeug rumzuräumen. Das zeige ich euch dann alles. Und dann, wenn ich das habe, mache ich natürlich auch noch die Roomtour. Ich habe richtig, richtig Bock drauf, die zu machen.
Vor allem, weil ich mir schon überlegt habe, wie ich die ungefähr vom Style her machen will. Aber ich muss halt erst noch mein Zimmer irgendwie fertig kriegen von den Umräumsachen, die ich noch machen will. Weil wenn ich es nicht umgeräumt habe, was ist der Sinn darin, eine Roomtour zu machen, wenn ich direkt danach, nachdem ich die Roomtour gemacht habe, mein Zimmer eh wieder umräume. Also das macht zumindest meiner Meinung nach keinen Sinn. Aber gut, das ist das, was ich heute gemacht habe. Morgen geht's Burger essen, zumindest die Mama hat das gesagt. Und Football spielen, zumindest wenn ich hinkomme und mal schauen, zeitlich sollte ich aber hinfahren. Zumindest muss ich mir noch einen Bus raussuchen und sowas. Aber das wird auf jeden Fall passen. Von daher haut rein, freut euch da drauf. Bis morgen. Halt so, du hast es eben auch gemacht. Mann, warum? Squeaky Bush. Ah, nein. Wo haben die geklickt?